Moin Moin, Miro hier. Draußen wird gerade Rasen gemäht und wir nutzen das wunderschöne Wetter. Ja, aber ich wollte erst mal zeigen, was sich bei meinen Pflänzchen getan hat. Ich hatte ja im letzten Gartenvideo angekündigt, dass ich ein paar Samen einpflanzen würde. Und das war ja ein bisschen früher, als man das normalerweise macht. Und hier sieht man meine Chilis. Das sind alles die Mini-Bonsai-Chilis von Survival Bushcraft Fan. Super cool. Guckt euch das mal an, wie gut die kommen. Die wachsen ja echt langsam. Hier ist eine Tomate zwischen. Und dieses Exemplar hier zum Beispiel, das ist richtig, richtig gut im Kommen. Da werde ich zwei, drei von zu mir mit nach Hause nehmen. Ich bin im Moment gerade bei meinen Eltern. Und schau mal, dass sie dann am Südfenster richtig schön viel Licht bekommen und Wärme. Und hier haben wir noch eine Tomate. Man würde ja meinen, die wäre schon weit. Aber ja, ich habe die Tomaten so früh eingepflanzt, dass ich die nach unten in den Keller bringen musste. Da bekommen sie auch noch genug Licht, aber die wuchsen einfach zu schnell. Die wären in einem Monat irgendwo auf der Höhe oder so. Das wäre ein wenig zu schnell. Da sind wir noch nicht bei dem Eisheiligen. Ja, und hier sind zwei Gurken. Die habe ich von der Freundin geschenkt bekommen. Freue ich mich auch sehr drüber. Mit Gurken kenne ich mich jetzt nicht aus. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass der Stiel so lang ist. Ich nehme an, dass die ein bisschen nach dem Licht gesucht haben, wo sie vorher standen. Die werde ich auf jeden Fall auch mit meinen Eltern teilen. Und dann lasse ich eine hier und nehme eine mit nach Hause. Und meine Pläne für meinen kleinen Balkon, Gartenhaus, Gewächshaus, Schrägstrich, die kommen auch voran. Da zeige ich euch dann nächstes Mal, was wir uns so ausgedacht haben dafür. Ja, jetzt geht's in den Keller und dann zeige ich euch mal meine Tomaten. Und hier sind meine Tomaten. Ist jetzt ein bisschen schwer zu filmen wegen dem Gegenlicht, aber ich denke, man sieht, sie sind schon recht groß. Diese hier ist besonders gut gewachsen, in dem, kann man das irgendwie sehen? Ja, in dem gelben Topf. Das ist wahrscheinlich eine von den Yellow Striped Candy, die ich von Haushof Hühnerstall bekommen habe. Sehr cool. Zwei, drei davon haben dann nämlich tatsächlich Pflänzchen ausgebildet. Man sieht auch, wie individuell das ist. Einige Pflanzen sind noch nicht so weit. Ja, hier die kleine. Andere, die sind halt schon fast doppelt so hoch und doppelt so weit. Jetzt bringe ich euch mal zum anderen Fenster. Hier ist es einfach kälter und sie kriegen nicht ganz so viel Licht und deshalb wachsen sie dann nicht so schnell. Ja, und dann sehen wir hier wieder eine Reihe von Pflanzen, denen geht es nicht ganz so gut. Die sind allerdings auch gestern runtergefallen. haben wir hier ein paar von den Dingern runtergehauen versehentlich. Ja, hier das gefällt mir auch nicht so, aber wir haben leider keinen Platz mehr. Kleine grüne Hölle. Also ich würde sagen, die sind alle schon mehr als auspflanzfertig. Und jetzt ist es noch ungefähr mal ziemlich genau einen Monat hin. Dann waren die Eisheiligen, dann können sie auch raus. Ich nehme euch jetzt noch mal ganz kurz mit zum Hochbeet und zeige euch den Schnittlauch, sonst hat sich da nämlich nicht viel getan. Beim Hochbeet hat sich, wie man sieht, nicht besonders viel getan. Hier ist ein Thymian, glaube ich. Petersilie, noch ein anderer Thymian, Petersilie, noch ein anderer Thymian. Und hier ist eine Sorte mit etwas größeren Blättern. Paprika. Petersilie hat sich nicht viel getan, aber sehr viel getan hat sich beim Schnittlauch. Der wächst richtig viel und wir essen immer schön Schnittlauchbrot. Und hier Rosmarin ist es, glaube ich, ist auch nicht so viel passiert. Die Erdbeeren sind aber ganz schön im Kommen. Die wachsen also langsam vor sich hin. Hier ist noch mehr Schnittlauch. Diesmal machen wir auch diese. Wo sind sie hier? Diese Samenkapseln nicht ab. Dann gibt es noch mehr Schnittlauch demnächst. Ja, und hier sind Himbeeren. Und dann haben wir hier in diesen Ringen Kräuter. Noch mehr Kräuter.
Und hier sollen dann Bohnen hinkommen. Ja, und beim Nachbargrundstück leihen wir uns ein bisschen was vom Erdwall. Da kommen dann Tomaten, vielleicht eine Gurke und Zucchinis hin. Ja, also viel zu tun im Garten, aber es passiert auch immer wieder was. Und wir werden jetzt das schöne Wetter nutzen und draußen ein bisschen Mittagessen. Also von daher, euch allen guten Hunger, schöne Feiertage und Grüße aus dem Norden.